Guten Morgen, Freunde. Ich will diesen Kanal mal wieder ein bisschen aufleben lassen. Also willkommen bei Boya. Nach bestimmt, keine Ahnung, einem Jahr keine Videos mehr auf diesem Kanal. Ich will ein bisschen vloggen, inspiriert von Phil, aka Mr. Trashback, der im Moment gerade jeden Tag einen Vlog macht. Also in Zukunft wieder mehr Vlogs auf diesem Kanal. Und heute will ich mir ein Fahrrad kaufen oder zumindest ein Fahrrad aussuchen. Ich weiß nicht, ob ich es gleich mitnehmen kann, aber mein altes Fahrrad wurde geklaut. Ziemlich ärgerlich. Es war nicht besonders wertvoll, aber ja, es ist nicht schön, wenn ein Fahrrad geklaut wird. Und ich hatte es auch nur angeschlossen mit so einem super billigen Schloss und vielleicht bin ich ein bisschen selber schuld. Und nicht nur wurde mein Fahrrad geklaut, sondern ich muss demnächst auch meinen Führerschein für einen Monat abgeben, weil ich zu schnell gefahren bin. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Und da brauche ich jetzt in der Zeit irgendwie ein vernünftiges Transportmittel und deshalb ein neues Fahrrad. Jetzt mache ich natürlich noch den obligatorischen Haul. Wenn man einkaufen war, dann macht man ja jetzt immer einen Haul und ich mache einen Haul aus dem Fahrradladen. Was habe ich im Fahrradladen gekauft? Ein Fahrrad. Ja, das ist das Fahrrad, das ich mir geholt habe. Das habe ich irgendwann mal an der Straßenecke stehen sehen und fand es irgendwie so cool. Und dann habe ich im Internet herausgefunden, was für ein Modell das ist und wo ich das bei mir in der Nähe kaufen kann. Und jetzt bin ich hingefahren, habe es mal Probe gefahren und finde es ziemlich geil und habe es gekauft. YOLO. Die Marke ist irgendwie Creme oder Cream oder sowas. Le Creme? Le Creme de Farad. Was? So sieht's aus. Schick, schick. Hat eigentlich nicht viel Schnickschnack. Eine 7-Gang-Narbenschaltung, einen Narbendynamo und vor allem vorne so ein Gepäckträger. Das fand ich halt ganz cool. Dann kann ich da nämlich immer meine Tasche raufpacken und losdüsen. Ja, das war's auch schon mit dem ersten neuen Vlog auf diesem Kanal, der hoffentlich jetzt ein bisschen wiederbelebt wird. Tschüss und bis bald. Bis bald. Bis bald.